Hallo lieber Zuschauer, was geht ab, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Heute bin ich top drauf. Nehme euch heute mit. Wir gehen zu Ermedin Demirovic. Vorher rufen wir den jetzt mal an. So, schauen wir mal, ob er noch schläft. Wenn ja, dann wird es Zeit, ihn zu wecken. Ha. Guten Morgen, Bratte. Guten Morgen, Bratte. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Ich bin wach. Sehr gut, ich bin jetzt unterwegs zu dir. Zum schlechten gleich bei dir beim Mähen wollte ich nur Bescheid sagen. Super, super, super. Ich bin so in 2-3 Minuten da, Bruder. Perfekt, okay, tamam, Bruder. Dankeschön, bis gleich, Bro. So, meine lieben Zuschauer, jetzt sind wir beim Demirovic. Schauen wir mal, dass wir nicht arg hässlich ausschauen. Schauen wir echt hässlich aus, gell? Oh, richtig hässlich. So, hier müssen wir wieder Rasenmähen hinschneiden. Freischneiden. Hey Bro, ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich habe eine GoPro auf, gell? Nicht, dass du irgendwie, keine Ahnung, so, ja, kein Problem, damit ein Problem hast, Bro. Kein Problem, kein Problem. Alter, danke dir. So, da, ja. Einen wunderschönen guten Morgen, Bro. Wie geht's? Alles gut, Mann, danke dir. Muss. Wie läuft's? Gut, ja. Ja, weißt du, ich mich freue, ich warte die ganze Zeit. Ehrlich? Guck dir das mal an, Digga. Wetter, Bruder, du weißt doch, ich komm gerne, weißt du? Sowieso, weißt du, ich mach mir jetzt schön, Bruder, kein Thema. Ich bringe auch raus, speziell diese, das hier. Die hier? Ja, dieses. Natürlich, Bruder. Mach ganz entspannt. Läuft Kamera, was? Ja, wie ist hässlich, ja. Bruder, gell? Ja, nein. Nice. Bruder. Ich hab das gesehen, Bro, du machst ein bisschen YouTube, ne? Ich push ein bisschen. Ja. Sag Vargas Bescheid, soll ein bisschen pushen. Ist das deins, ne? Nein, Bruder, das ist deins. Handschuhe von dir, Bruder? Hä? Ja, aber ich hatte doch mal mit Augsburg, wir hatten so einen Baumpflanzen. Ah, richtig gut, habe ich gesehen. Ich war in so einem Wald, ich. Gut, oder? Jetzt fange ich bald selber an zu mähen. Wenn du was brauchst, hast du Bescheid, weißt du. So, ja. Soll ich dir das auflassen? Und dann, wenn du nach Hause gehst du durch oder brauchst du nichts von dir? Nee, ich brauche eigentlich nichts, ich habe alles dabei, ja. Ja, hast du eine Cola, hast du da, mach auf. Irgendwie. Eigentlich gibt's nichts. Nicht? Boah, was ich nicht von... was mit Mergen, Bruder, ist wieder fit, oder? Nein, auch noch nicht. Bruder, letztes Spiel bin ich so ausgerastet, ja, zu Hause. Mann. Wallah, Bruder, Mann, ich war schlecht drauf, Mann. Mergen merkt man auch, Bruder. Mergen merkst du auch, klar, Bruder. Das ist Maschine vorne, Psycho vorne, Alter. Bro, Katastrophe, Mann, richtig schlimm, Alter. Geht's dir besser, Bruder? Ja, alles besser. Rote Karte, Mann. Blöde rote Karte war, Bruder. 3 Wochen war ich raus, weißt du, wie anders. Scheiße, Mann, scheiße. Sie sitzen dann so richtig schlimm, ich weiß nicht. Und mein Vater hat mir gesagt, wegen Karten, wegen Spiel. Ah, ich hab gesagt, ich will kaufen, VIP, eine. Eine 18, ne, oder brauchst du zwei? Du brauchst zwei. Alleine kann ich ja nicht hingehen. Deswegen, ja. Guck mal, jetzt hatte ich eine Karte frei. Was soll ich dir schreiben? Eine Karte, wie viele? Wallah, gar kein Stress, du bist ja noch da, Bruder. Wir haben ja dieses ganze Jahr Zeit, weißt du. Wenn du normale Karten brauchst, das geht immer. So Dortmund-Spiel zum Beispiel. Ja, meinst normale Karten, ja. Ja, safe. Meinst du, das können wir... Ja, ja. Ich zahl dir auch, Bruder. Digga, ist Karten kann ich dir immer klären. Immer. Eine Karte klären, Bruder. Die normalen Karten ist kein Problem, weil VIP machen die immer ein bisschen. So, wenn du zu viele nimmst, weil der VIP ist immer voll. Inshallah, Bruder. Mergim auch, ich sehe schon, Bruder. Er ist top. Er ist echt motiviert. G-Klasse hat auch gut jetzt. G-Klasse hat auch gut. Ja, sehr gut. Wallah, freut mich. Wenn du Hilfe brauchst, irgendwas, halt dich, Bro. Ich halte dich nicht auf. Mach ganz entspannt, du. Ciao, Bruder. Wir sehen uns. Mach bitte ganz zu spät zu, Bruder. Heide. Aha, alles voll. Ja, Bruder. Du musst dich einmal rausfahren lassen. Oh, sorry, Mann. Hadi, ich bin sofort da. Okay, kein Problem. Nein, Bruder, eigentlich nicht. Ist kein Auto mehr drin, gell? Nein. Okay. Thank you.
Bis später. So, jetzt geht's ab, liebe Zuschauer. So, ich zeige euch mal, wie das funktioniert, wenn die wenn unsere Freischneiderschnur leer gegangen ist. Dann nimmt man das hier hoch, Leute. Einmal. Es ist genauso wie beim Haare schneiden. Es sind mehrere Vorgänge, wo wir hier machen. Ich bin jetzt mit der Nummer 5 durch, jetzt dann fahre ich mit der 2 durch und dann haben wir so einen Rasen wie eure Sippis. So, lieber Zuschauer, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wir sind jetzt soweit fertig. Ja, ich zeige es euch mal. Die Stellen hier müssen nochmal gereinigt werden. Aber ansonsten schaut alles gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du meine Seite gerne abonnieren. Kannst du meine anderen Videos auch mal anschauen. Oder mal ein Like da lassen. Oder mal einen Kommentar da lassen. Wenn es dir nicht gefallen hat, musst du gar nichts da lassen. Kannst du gleich wieder gehen. Viel Spaß, Leute. Bis zum nächsten Mal.